junkfoodtaster.com und das ist Folge 2253 und es geht um die Mr. Tom Schokolade. Ja, Mr. Tom kennt man ja für diesen Hardcore-Erdnussriegeln, aber nicht mal Schokolade. Ja, lass mich auf alle Fälle gerne überraschen. 150 Gramm. Wie viel Zucker ist denn drin? Wo ist denn die Nährwerttabelle? Ich habe keine Nährwerttabelle. Naja, auch egal. Soll ich mir vielleicht einfach abgewöhnen. Ah ja. Genau, da ist die gute Tafel offen. 25 solcher Felder hier. Erinnert irgendwie an Rittersport. Also Rittersport ist ja auch quadratisch. Genau. Auf alle Fälle eine Menge Erdnussschredder scheint hier drin zu sein. Ja. Ich habe schon das Messer bereitgelegt zum Zerschneiden. Diesmal ist es wirklich sinnlos. Ich meine, man kann es jetzt zerbrechen. Ja, werde ich mir mal ein paar dieser Stückchen hier gönnen. Mhm. Sehr knusprig. Ich finde, das schmeckt gut. Ein bisschen ungewohnt. Sehr viel Erdnuss ist hier irgendwie drin. Ja. Ja, probiert's mal aus. Sehr ja, so leicht nach Erdnussbutter schmeckt das. Ja, spezieller Geschmack. So, das ist was noch. Mr. Tom Chocolate. Und Mr. Tom ist normal known for its peanuts bar, like nearly 100% peanut bar, but now this chocolate mix, and it's kind of intense, kind of unusual chocolate. If you taste it, like if you let it melt and so, a little bit feels like peanut butter. It's like a It's a simple, it's a Spartan taste, but very effective for my account. I can't lie to you. Yeah, I'm not sure in how many countries this guy is sold. It's a German chocolate. Yep. Vom Schimpfach, Hosta. So let me know if you ever had Mr. Tom chocolate. Go on, Mr. Tom. Otherwise, that's it. Thanks for watching.